Herzlich willkommen zum lang erwarteten Video zur AI, die nun auch endlich AMD supportet. Es hat lange gedauert, ich weiß, belastend, aber ich kann euch nun endlich etwas zeigen, was sogar sehr, sehr einfach zu installieren ist. Das wird jeder schaffen, ich schwör's euch. Wer das nicht schafft, irgendwas ist nicht richtig bei dir, Leute. Das ist sehr einfach. Endlich wird AMD supported. Ihr könnt es verwenden, um KI-Stimmen zu generieren, wie auch mit den anderen Videos. Und es ist einfach super geil. Dieses Mal, wie gesagt, ist es auch sogar geprüft. Ich habe nachgeschaut. Ich habe, bevor ich das hier jetzt aufnehme, auch wirklich zweimal nachgeprüft, ob es wirklich mit AMD kompatibel ist. Ja, ist es. Und zwar findet ihr in der Videobeschreibung direkt den ersten Link. Das wird ein Direkt-Download für diese ZIP-File hier sein. Diese ZIP-Datei packt ihr dann, in meinem Fall hier jetzt mal auf 11, in irgendeinen Ordner rein, wo ihr sie haben wollt. Entpackt sie, das dauert so 25, 30 Minuten, je nachdem wie schnell euer PC ist. Und dann habt ihr hier eine kleine Datei, einen Ordner, den ihr aufmacht. So, finden werdet ihr hier ganz normale Ordner, die ihr auch schon aus den anderen AI-Tutorials kennt. Das sind solche Sachen wie eben hier Assets, bla bla bla, Logs, Tabs, bla bli blub. Scheißegal. Das Einzige, was euch interessiert, ist runapplio.bat. Die öffnen wir jetzt. Das machen wir. Es lädt lang. Das ist so, es ist einfach, es lädt halt einfach lang. Das muss man überbrücken. Aber es installiert im Hintergrund jetzt alles. Alles. Und dann öffnet sich instant diese Seite hier. Was benutzerfreundlich ist, wie Sau, und sogar übersetzt. Das heißt, für die Leute, die kein Englisch können, ist nun auch alles hier übersetzt, mehr oder weniger gut. Es ist halt wirklich nur meh übersetzt. Aber egal, ihr habt hier wieder die Voice Models, die ihr da reinpacken könnt. Die Dateien sind alles die gleichen, das werdet ihr alles dann in den Ordnern finden. Es hat sich nichts geändert. Es gibt nur ein, zwei kleine Neuerungen, wie zum Beispiel, dass ihr nun endlich auch Dinge herunterladen könnt. Ihr könnt Models suchen hier, ihr könnt machen, was ihr wollt. Denkt's euch aus, irgendein Model, was ihr suchen wollt, wird es wahrscheinlich schon geben. Deswegen macht euch da keinen Stress. Wir haben jetzt hier auch ein Discord-Bot und so weiter und so fort. Das ist halt alles mögliche. Links nach GitHub, Support, bla 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 und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen hat sich sonst nichts geändert an der ganzen AI-Sache. Nur supportet ist jetzt eben AMD. Und es ist wirklich so gut wie egal eigentlich, was ihr jetzt dann für einen Prozessor habt, was ihr für eine Grafikkarte habt. Es ist wirklich schnurzpiep egal. Es funktioniert jetzt. Und wenn es bei euch nicht funktioniert, dann bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen ratlos, weil wie gesagt, ich habe es überprüft, es funktioniert. Ich habe zweimal auf einem anderen Rechner, der zu 100% eigentlich nicht kompatibel ist mit den alten Versionen, die ich auch sonst in den Tutorials gezeigt habe, es hat funktioniert mit dieser Version hier. Es funktioniert, es ist AMD-Support gegeben, es ist so. Warum? Ich weiß es nicht. Warum das so lange gedauert hat, keine Ahnung. Ich werde das Ganze jetzt relativ spontan aufnehmen, denn eigentlich habe ich ein ganz anderes Video vorbereitet gehabt. Das Problem war aber nur, das war auch wieder so eine umständliche Installation, von wegen, ja, du musst erstmal hier auf die Seite, dann musst du noch das runterladen und dann musst du wieder in den Ordner, musst du das in den Ordner machen, musst du das eingeben in die CMD-Zeile und so weiter und so fort. Das fällt jetzt komplett weg. Benutzerfreundlich, ein Klick, schon ist alles da. Schon funktioniert alles so, wie es soll. Falls ihr Fragen habt, fragt in den Kommentaren. Ich kann wirklich nicht garantieren, ob ich dieses Mal so viele Antworten geben kann wie das letzte Mal. Bin ich vollkommen ehrlich. Einfach, weil das so ein bisschen auch, ja, was anderes ist hiermit. Also ich hatte damit jetzt relativ lange Zeit Probleme, habe gesagt, hey, es ist wirklich schlimm, ich will was Benutzerfreundliches finden, ich will nicht wieder ein 20-Minuten-Tutorial hier haben, so wo man dann Schritt für Schritt, wo überall nur kleine Fehler das gesamte Projekt wieder für den Arsch machen können, da hatte ich keinen Bock drauf. Und deswegen, ich wollte euch was Benutzerfreundliches bieten, ich wollte euch etwas Schönes zeigen, etwas vielleicht sogar was, wo man etwas Neues mitmachen kann, wie, das haben wir ja hier gefunden, ne, herunterladen, ich meine, wann konnte man Models mal runterladen? Jetzt könnt ihr euch endlich hier, ne,
schöne Models runterladen. Ich kann jetzt hier eingeben, keine Ahnung, Gronkh. So, und der wird hier Gronkh finden, lol. Also, das sollte zumindest Gronkh sein, wenn da nicht irgendwer einen anderen Namen jetzt benutzt hat, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Und das Geile ist, wie gesagt, es funktioniert wirklich. Ich habe selbst getestet, wenn es bei euch nicht geht, tut's mir leid, aber dann weiß ich auch nicht weiter. Dann müsst ihr leider auf Tutorials zurückgreifen, die das umständliche, ich installiere 20.000 Dateien und muss noch 10 Sachen selbst eingeben, Prinzip haben. Wenn es wirklich viele Leute gibt, die das nicht schaffen, die aus irgendeinem Grund hier Fehlermeldungen haben, die aus irgendeinem Grund hier doch keinen Support mitfinden können, schreibt's in die Kommentare, sagt es mir bitte, geht auf Discord von uns, sagt auch Bescheid, wenn da irgendwas ist. Dann werde ich noch ein Tutorial machen. Dann aber das alte, was ich ursprünglich aufgenommen habe, dann werde ich das veröffentlichen und einfach dann halt für euch bereitstellen, damit ihr das wenigstens gucken könnt. Dann müsst ihr halt damit leben, dass ihr umständlicher arbeiten müsst und eventuell dann daran vielleicht scheitern könntet, dass es vielleicht etwas zu kompliziert sein kann. Aber damit müsst ihr dann leben. Das ist dann einfach so. Das sage ich so straight aus, wie es ist. Kann man nichts sagen. Aber gut, ich hoffe, euch hat das hier jetzt gefallen. Das hier waren jetzt schon wieder relativ interessante Zeiten. Wie gesagt, das hier kam mir relativ spät erst in die Hand, dieses Programm. Deswegen kam das Video jetzt auch recht random und schnell. Weil normalerweise, wie gesagt, hatte ich ja schon ein ganzes, relativ aufwendiges Video gemacht und war noch dabei, es zu schneiden. Aber dann kam das hier. Und das hier ist mir wirklich aus Zufall in die Hand gefallen. Und ist mir halt so benutzerfreundlich vorgekommen und vor allem so schnell funktionell. Also da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Da musste ich einfach sagen, okay, komm, schmeiß die alte Scheiße weg. Das hier ist der beste Shit, den ihr verwenden könnt. Und meiner Meinung nach sind die Models hiermit irgendwie auch ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das hier halt eben nochmal ein anderes Programm ist. Oder woran auch immer. Ich kann es euch nicht sagen. Ich finde einfach persönlich, dass die Models sich hier besser anhören und einfach gut sind, meiner Meinung nach. Also wirklich sehr gut teilweise, auch wenn sie relativ ja, schlicht trainiert wurden. Schlicht. Aber gut, wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Wir sind wie gesagt auf Discord erreichbar, wenn es irgendwas gibt, gerne den AI-Channel schreiben, sagen, hey, hier, du hast doch gesagt, wenn es nicht geht, dann mach das und das. Und ja, haltet euch daran, wenn es nicht geht, schreibt mich an auf Discord. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann und ciao.